und ab geht die Fahrt. Heute mal mit Stargast. Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder der Tobi und wir befinden uns heute zurück bei Call of Duty Black Ops 2. Ja. Und ich bin heute wieder nicht dabei. Ich habe den Jurx the Dreamer mit einem roten Dreieck dahinter. Heute mal mit im Gepäck. Habe ich heute mal ausgepackt. Der lag da hinten in der Ecke und da habe ich gedacht, okay, Junge, zeig mal, was du kannst. Ja. Und dann gucken wir mal. Ja, er ist auf jeden Fall besser wie ich. Also so viel kann ich euch schon mal sagen. Passt auf. Hier, da siehst du. Der Typ ist halt. Übrigens. Der ist so prestigefährdet, der ist voll schlecht, du bist kein Suchti, du kannst nix. Liegt einfach daran, dass er schon mal zurückgesetzt hat, aber das interessiert ja anscheinend keinen. Nee, ist so. Auch gut so. Sein Emblem ist natürlich, also das ist, also man könnte meinen, es ist ein Hund, der sein Bein zum Pissen hebt. Aber geil. Anscheinend beide. Gut, und meins ist hässlich. Dann würde ich sagen, was suchen wir? Suchen wir Herrschaft? Ja, mach mal. Gut, ich kann euch jetzt sagen, also das wird jetzt, man könnte es etwas peinlich nennen. Aber nur so ein bisschen. Hammer geil, alle Headset. Ja, echt so. Erstmal alle gemutet. Nee, wie kannst du sowas tun? Na komm, wir spielen mal auf Raid. Ich glaube, in dem Live-Commentary hatte ich die Map noch gar nicht. Und deswegen, ja, probieren wir mal. So, jetzt muss ich aber gerade mal, pass mal auf jetzt. Ändere ich mal meine Sitzposition. Aber muss aufpassen, dass ich die Katze dabei nicht ertrete. So. Are you ready? Ja, bin ich. Das hört sich gut an. The Snickers Eis. Ja. Ach, Mensch. Überhaupt kein Faker oder so. Danny, Bernard. Ich hasse den zwar nicht so sehr wie Eldutrix. Aber, ja. So, dann wollen wir mal unseren kompletten Skill auspacken. Das dürfte bei mir nicht mehr wie 2 Milligramm sein. Man könnte meinen, ich wäre Dealer. Wobei, mein Skill will keiner haben. Das ist eine Tatsache. So, mit was für einer Waffe spiele ich denn hier? Kann ich hier mal mit Peacekeeper spielen oder mit MP7 oder PDW oder... Mit der Remington, ganz klar. Ich spiel mit der Vector. Welche Killstreaks hast du mit? Hellstorm Orbi 100. Okay. So erreiche ich nie im Leben. So, das war jetzt die Standardgranate und die hat gleich mal gesessen. Mit einer Klette hier. Wunderbarer Start ins Commentary. Okay, den hat jetzt der Mate weggenommen. Ja, der Mate reißt hier einen nach dem anderen weg. Und jetzt können wir aber gerade... Können wir zu B? Klar, ja, klar. Ne? Ich leg mich mal mit hier neben dich. Oder ne, ich leg mich nicht, ich setz mich einfach. Und da tötet er mich. Weil ich mich nicht hingelegt habe. Typisch. Ging nicht, du warst zu fett. Ja, sorry. Haben wir A verloren. Kommt der da lang? Wenn ich da lang komme, kommt er hier lang. Wir haben die Kontrolle verloren. Oh, was? Zwei? Hä? Ach, die wussten, dass ich da bin. Ja, das finde ich super. Haben die Drohne oben? Nö. Wir verlieren Bravo. Komische Menschen. Wir verlieren B. Also alles verlieren ist jetzt ein bisschen doof. Ja, mach was. Warum ich? Ja, wer sonst? Ich weiß, dass ich sie gut bin und allen aufs Maul gebe, aber... Ja, da... I am unleashed. Du bist echt unleashed. Warum kommt der denn von links? Die kommen immer von Plätzen, wo ich mir denke, nö, finde ich doof. Also, was denkst du dir? Ja, sowas denke ich mir, das ist echt so. Es ist ein Weltphänomen, aber es ist so. Da ist, glaube ich, keiner mehr. Nee, aber ich habe trotzdem mal reingeschossen. Einfach aus Prinzip. Ist ein Shooter. Da muss man ja einfach nur R1 drücken, wie mit Klopfer. Ja, so ist das. Darum geht's ja bei Shootern. Habe ich jetzt auch neulich erst gelernt. Dass man einfach nur ballern muss. Bravo wird gesichert. Bravo gesichert. Wir verlieren 10.
holt ihn euch. Er holt ihn sich nicht, der Mate. A können wir einnehmen, oder? Jo, komm. Ziehen wir durch! Woo! Alpha ist abgesichert. So. Hellstorm-Rakete erwartet Befehle. Ihr wollt B. Schafft er nicht. Ich habe die Hellstorm jetzt extra nicht aufgesplittet, weil dann wäre ein Großteil aufs Dach gegangen. Da hatte ich jetzt gerade nicht so Bock drauf. Gut. Solange die B nicht wollen. Wow. Alter, ey, das grenzt von mir schon. Oder nee, von ihm grenzt das schon an Skillverweigerung. Boah, und so schnell kann ich gar nicht gucken. Also der Spawn war natürlich... Ja, ja. Also der Spawn, den ich da gerade hatte, das war so ein Träumchen. Er zielt gerade und genau dann spawne ich. Und XIM Unleashed läuft hier die ganze Zeit nur mit seiner MP7 hin und her. Ich habe da auch eine MP7, ne? Ja. Gucken wir mal. Jetzt verlieren wir wieder alles, ne? Genau. Ja, wir verlieren gar nichts. Ja gut. Okay, die wollen A. Handgranate geworfen! So, und den holen wir uns. Wir verlieren Alpha. Nee, nee, Mate. Das war jetzt mein. Der Feind hat Alpha eingenommen. Wir verlieren Bravo. Einer da? Dann könnte. Hau ab. Könnte hier einer sein? Okay, da kommt einer. Nein, der geht auf mich. Ab ins Haus. Oh, Gott sei Dank. Das war. Schon knapp. Alter! Aber die treffen nicht mit den Blitzschlägen. Das Skill. Ja. Das ist Verwirrung. Pass auf, gleich hauen sie einen Blitzschlag raus und dann ist komplett vorbei. Warum werden wir jetzt beherrscht? Weil der bei C kennt. Weil wir gut sind, sagst du. Ja. Auf den Zeitplan achten. Auf den Zeitplan achten. Bei deiner Geburt haben sie auch nicht gesagt, auf den Zeitplan achten. Wo sind wir denn hier? So. Aber wir führen, das reicht ja. Noch besser. Stimmt. Noch ist gut. Ich wollte jetzt nicht nochmal sterben, deswegen habe ich mich jetzt einfach rausgejumpt. Oh, Bubble Booster. Mensch, ein Abonnent, der nachgejoint ist. Apropos, Abonnenten, die nachjoinen. Das macht ihr 2-3 Mal und dann fliegt der aus der Freundschaft mit sich. Ermahnt euch dann einmal und dann war's das. Haben schon ein paar Leute erlebt. Bubble Booster. So schön es auch sein mag, ich bin nichts Besonderes. Nö, das stimmt. Ich bin auch nur ein Mensch. So, natürlich reicht das noch nicht für die Hellstorm. Haftgranate geworfen! Genau. Ich stehe neben dir, bin 10 Punkte vor meiner Hellstorm, aber ich darf nicht. Nö. Du darfst sterben. Das durfte ich allerdings. Gefahr eliminiert. Hinter uns, also. Jetzt habe ich gerade die Granate geworfen. Die laufen ein paar Laufwege, ey. Das gibt's gar nicht. Wir verlieren Bravo. Jetzt verlieren wir wieder Bravo. Dann gehe ich da mal hin. Der Feind hat B geworfen. Zu spät. A wird gesichert. Drohne nähert sich. Okay, die wollen jetzt, glaube ich, von hier hinten zu C. Ne, doch nicht. Ich habe immer das Gefühl, die wissen ganz genau Bescheid, von wo du kommst. Das glaube ich nicht. Ja, warum sind die nicht gestorben? Ich habe die doch genau getroffen. Das, nee. Ich möchte bitte, dass das nicht so ist. Und der war ein leichter Headglitcher, aber hat natürlich das Emblem mit Noobs weg. Genau. Oh, da kommt eine Fernenkladung angedüst. Gott sei Dank schon zugeschlagen. Kann ich mich da schon mal ausnehmen?
Oh, und den kriege ich nicht mehr. Doch, gerade so. Oh, ja, da kommt die. Tötest du einen und dann sagen die anderen: Nee, 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 mehr darfst du nicht. Eins reicht. Mensch. Bravo wird gesichert. Wir verlieren Alpha. B wird gesichert. Feind ausgeschaltet. Gut, schnell weg. Hellstorm-Rakete erwartet Befehle. Ja, der tötet mich. Wusste, der hat mich nicht getötet. Ist der an mir vorbei oder was? Never ever. Der ist tatsächlich an mir vorbeigelaufen. Ich lieg direkt vor ihm, aber er sagt sich, ich laufe an dir vorbei. Und dann kommt Mr. Pistole. Mit der Tack. Der hat mich noch nicht einmal getötet. Mich jetzt schon so gerade, mich jetzt gerade zum ersten Mal. Handgranate geworfen! Ja, wieder der Pistolenmensch. Ach, mein. Also, wie war das mit Skill raushängen lassen? Den krieg ich auch nicht. Oh, den krieg ich. Mit Glück. Alpha wird gesichert. Ah, da war er. Aber ich krieg ihn natürlich auch nicht. A wird gesichert. Ja, so muss das sein. Nimm du ihn, ich hab ihn, keiner kriegt ihn. Erschütterungsgranate geworfen. Wir verlieren Alpha. Abschuss bestätigt. Wir haben A verloren. Was, Verbindung unterbrochen? Ja, geil. Bei dir auch? Jo. Das war's dann wohl. 21.16, jo, das war's. Ja, 21.16, ne? Skill. Und eine knappe 2er-KD. Ja, ich bin schlecht. Okay, dann halt so. Dann dürfen wir nicht anders. Okay, dann würde ich sagen, soll es das erste Mal gewesen sein. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Lukas, puste ihn das Schlussloch, das Schlusswort in weg. Alles klar. Tschüss, Leute. Das Schlusswort um die Ohren. So, jetzt machst du das nochmal und ich sag auf Wiedersehen. Tschüss. Und tschüss, Leute.